So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Alice Madness Returns. Die Hufeisen leuchten grün. Ja, wir haben uns ja letztes Mal mit der Veränderung der Statuen beschäftigt. Und ja, haben ein Wandgemälde bzw. zwei Wandgemälde gemacht. Also jeweils in einem der beiden vorangeschrittenen Parts ein Wandgemälde. Ansonsten ist nicht viel passiert, dass die Statuen anders aussehen, würde ich persönlich zurückführen auf die Veränderungen der Kinder beim Erwachsenwerden. Einfach, dass das für Alice so eine, ja, erwachsene Prostituierte sind im Prinzip genau das gleiche wie diese Kampfwespen hier. Also anstatt dann die armen Unterdrückten zu sein, sind sie selber mit Teil der Unterdrücker. Finde ich ein sehr negatives Bild, den Berufsstand. Also, klar gibt es die in unfreundlich, egoistisch oder was auch immer. Aber ich bin mir sicher, dass es da auch ein paar nette, freundliche gibt. Besonders jetzt zu neueren Zeiten, wo es sogar welche gibt, die das einfach nur aus Bock machen und sich aussuchen, mit wem sie dann Geschäfte vollziehen. Und ja. Nur Barbaren betrachten das Ertragen von Schmerz als Maßstab des eigenen Wertes. Genau. Ja, also die allgemein den das Ansehen, das dieser Beruf hat, finde ich nicht gut. Also gemessen daran, dass die meisten das nicht machen, weil sie da Bock drauf haben, sondern einfach entweder aus, ja, ich weiß nicht, was ich sonst machen soll, also schon so ein Teil Verzweiflung, oder sie irgendwie da rein geködert werden und man immer noch zugestehen muss, es sind trotzdem Menschen und Menschen sind unterschiedlich. Das heißt, zu behaupten, alle wären böse, ist genauso, als würde man sagen, alle Soldaten sind gewissenlose Killer. Natürlich gibt es ein paar Spezialisten darunter, die genau dieses Klischee voll vertreten können. Andererseits gibt es dabei auch viele Soldaten, die sagen, ja, ich will eigentlich nur meine Familie und Freunde beschützen. Was jetzt von Grund auf nicht unbedingt das Verwerflichste ist, was man so machen kann. Gerade bei der Jobwahl sollte man dann sagen, ja, man könnte es ihm auch positiv anrechnen, wenn man unbedingt will. Ja, da habe ich jetzt den Absprung verpasst. Sollte aufhören, die Daimyo-Wespe im Target zu haben. Taste. Wie die sehen. Wie kommt das denn, dass die hin ist? Kaum angegriffen bis jetzt. Ich muss schnell die Target aufnehmen. Ja, erfreulich. Erfreulich. Ich habe es doch noch platt bekommen. Also, ne, doch noch relativ zügig. Ich will die Schnauze wegschießen, aber ich komme nicht an. Das Gefühl, ich falle hier gleich runter.
Ja, also wie gesagt, ich... Ich selber bin nicht unbedingt Fan davon. Von Prostituierten, weil... Nicht, weil ich an und für sich was gegen das Geschäft habe, sondern vielmehr, weil ich der Meinung bin, die Frau sollte bei dem... bei der Sache auch Spaß haben, und das haben ausgerechnet die leider meist nicht. Von daher fällt das für mich schon mal aus. Um die Gestalt eines Wesens korrekt festzuhalten, muss man sie leider töten. Die Objekte der Kunst haben oft zu leiden. Ja. Die hat eindeutig gelitten. Also die ist bis jetzt die von der Körperhaltung her offensivste. Die sieht ja so aus, oder könnte sich von der Handhaltung her gleich alles wegreißen und einen anspringen. Aber gelitten hat sie trotzdem. Zum ursprünglichen Thema zurück. Ja, ich wäre halt dafür, dass man den gesamten Berufsstand ein bisschen besseres Ansehen verschafft. Zu den... Ja, das ist ein... Also zu dem Thema, von wegen, ist es eine Neuerscheinung, das stimmt überhaupt nicht. Selbst im Mittelalter, wo es ja so hochchristlich war, gab es die zuhauf. Jetzt kommt wieder Introtext. Eine rastlos Suchende in eigener Sache kam in das vom Unglück heimgesuchte Land. Sie konnte trotz Unwissenheit, Unsicherheit und Unglück in ihrem eigenen Leben das Leid nicht weiter mit ansehen. Sie begann, gegen die grausamen Mörder und Schänder zu kämpfen, ohne zu wissen, warum sie es tat oder wie der Kampf ausgehen würde. Ja, die meisten wissen vor dem Kampf nicht, wie er ausgeht. Bei mir ist das ein Unterschied, weil ich weiß bei vielen Kämpfen vorher, wie sie ausgehen, weil ich die Geschichte selber schreibe. Und selbst wenn ich die Geschichte selber schreibe, habe ich teilweise noch unerwartete Wendungen. Also wie gesagt, das hochfromme Mittelalter, da hatten die teilweise spezielle Kirchtage, wo dann extra die ganzen Prostituierten ins Kloster gelassen wurden, beziehungsweise war es unter Klöstern üblich, dass sich Mönchs- und Nonnenklöster ab und zu mal treffen und dann Orgien feiern. Also das Ganze mit frommes Mittelalter kann man da komplett knicken. Also da war es auch üblich, dass, oder war es regelmäßig so, dass zum Beispiel gesagt wurde, ja, wenn jetzt der Arzt auf den Hof kommt, weil irgendein Tier gerade krank ist und die Rechnung nicht bezahlt werden kann, weil pleite, dann schläft er halt mit der Bäuerin. Das ist absolut üblich gewesen. Ja, oder in höheren Schichten, wo dann auch die Frau mal was zu sagen hatte, nicht nur solche Angebote machen konnte, hieß es dann, ja, zum Beispiel, der Lieblingskurier der Königin war nicht nur der, der ihr die Botschaften besorgt, sondern noch anderes. Nachrichten, nicht Botschaften. Ja, also, das ist absolut üblich und gängig. Durch die gesamte Menschheitsgeschichte. Also, die Azteken wurden vor 2.000, 4.000 Jahren ausgelöscht. Nahezu. Muss man ja mal sagen, nahezu. Eine ganze Art auszulöschen ist ja nicht so leicht. Das haben ja schon mehrere Tierarten auch bewiesen. Also ein Volk in dem Fall ist ja keine Art. Sie waren ja durchaus noch mit den Spaniern kreuzbar. Und bei denen war es zum Beispiel einer der bestangesehensten Berufe überhaupt. Also, da wurden nur die, ja, die beliebtesten, besten, schönsten, tollsten, was auch immer, wurden da in diesem Berufsstand aufgenommen, weil sie zum einen ein extrem hohes Ansehen im Volk hatten, zum anderen eine wichtige Aufgabe erfüllt haben.
Bei den Azteken war es so, dass Krieger keine Kinder kriegen durften. Also sobald ein Krieger eine Familie hatte, war er kein Krieger mehr. Das war einfach so. So Anmeldung im Militär, beziehungsweise keine Lust mehr auf Militär, Familie. Einfach, sobald ein Krieger eine Familie gründet, Ende. Darf er nicht mehr in den Krieg ziehen. Das haben die Azteken gemacht, damit die Frauen und Kinder nicht ohne Mann aufwachsen müssen, weil... Ja... Irgendwie ist es doch besser, Kinder, besonders wenn es mehrere sind, zu zweit zu erziehen. Da mag es jetzt wieder Streitpunkte geben, von wegen, ja, der Mann ist in der Erziehung der Kinder nicht so wichtig oder noch viel wichtiger oder hin und her. Alleine schon aus wirtschaftlichen Gründen war es zu der Zeit auf jeden Fall wichtig, dass zwei Leute da sind. Sonst ist Ende. Und da haben sie einfach gesagt, ja, Krieger dürfen nicht Eltern werden, also ne, Krieger waren ja nur Männchen, dürfen keine Familie gründen. Dafür haben die freien Zugang zu Prostituierten. Also die haben spezielle vom Staat, vom Stamm, dann organisiert Prostituierte gehabt, die sich hauptsächlich um Soldaten gekümmert haben. Und um deren Bedürfnisse. Was an und für sich ja keine weiter dramatische Sache ist. Also, ne, ich meine, diese Frauen dann haben hauptsächlich für die Kampfbereitschaft der männlichen Bevölkerung gesorgt. Also für die Sicherheit des eigenen Stammes. Das war eine essentielle, wichtige Aufgabe, die natürlich auch so gehandhabt wurde. Es war ein extrem wichtiger Job. Muss man so sagen. Und ja. Deswegen war die allgemein gut angesehen und damit sie auch Geld nebenbei verdienen dürfen, weil Soldaten nicht bezahlt haben. Und in kleinen Stämmen der Stamm halt nicht bereit war, teilweise war es halt ein... Ja. Es gibt eigentlich nicht viel, was man da groß zu noch beschreiben kann. Es war quasi nach Bauer und Soldat der drittwichtigste Beruf. Ich habe es so weit geschafft, um ein Scheinbild vorzufinden? Wenn ich die Zeit hätte, würde ich dir aufzählen, wie oft du Illusionen der Realität vorgezogen hast. Verdrängte Probleme existieren für dich nicht. Du leugnest die Realität. Das stimmt nicht. Ich weiß, was wahr ist. Nein, und du gestattest anderen, dir vorzuschreiben, was nicht real ist. Komm jetzt rein. Meine Erinnerungen sind zerschmettert. Dieser niederträchtige Zug hat fast alles zerstört. Und das Wunderland wird untergehen, weil ich den Verstand verliere. So viel hat sich verändert. Ich kann dem Wunderland nicht helfen, wenn ich mir nicht helfen kann. Vieles hat sich verändert. Bei dir ist es umgekehrt. Rette das Wunderland und du kannst dich selbst retten. Der Zimmermann hat es begriffen, aber er hat sich vor der Wirklichkeit versteckt. Dein Ziel ist es, sie zu akzeptieren. Wo soll ich denn hin? Was soll ich tun? Der Königin muss man gehorchen, Alice. Der Königin muss man in all ihren Gestalten stets gehorchen. Ja. Die Königin wird ja oft als Alternativ-Alice angesehen. Jemand, den du einst gekannt und geliebt hast. Die Zeit verändert uns alle. Nicht jede Veränderung ist gut. Denk daran, wenn du die Königin findest. Das reicht jetzt.
Wirst wohl zum Dauergast, was, Alice? Was ist es diesmal, Fred? Hat vor der Old Lady rumgeheult, irgendwas über den Mord in der Threadneedle Street, Insekten verwünscht und die Eisenbahn. Musste sie doch herbringen, oder? Tja, eine Bedrohung für sich selbst, aber ganz sicher keine Gefahr für andere. Sie gehört nicht ins Zuchthaus. Wohl wahr, aber wohin gehört sie dann? Lass sie gehen, Fred. Schick sie zurück zu Dr. Bambi. Hat letztes Mal einen Riesenaufstand gemacht, als sie über Nacht hier war. Was war da? In derselben Nacht wurde Jack Splatter, diese Verschwendung von Mutterliebe vor der Mermaid, geschnappt, als er diesen Fettsack abgestochen hat. Ich habe Alice nach unten gebracht und wir haben zwei Bullen getroffen, die Jack zur Zelle geführt haben. Quatsch, den üblichen Mist, von wegen nichts gemacht und den falschen Typen erwischt. Als er Alice sieht, brüllt er, die Schlampe war's. Sie schreit zurück, du verdammter Hurensohn, du Blutegel, du Made, lebst von anderer Leute Arbeit, etc., etc. Ich bewundere sie für ihre Ermittlungsarbeit. Da haut sie sich plötzlich den Kopf an oder so und kippt um. Konntest du doch nicht nach Hause schicken, oder? Und der Doktor hat einen Anfall bekommen? Sagt, er kriegt meinen Job und meinen Arsch auf dem Tablett. Hab ihm gesagt, das Erste können er gerne haben. Das Andere soll er in Ruhe lassen. Gute Nacht, Alice. Du kennst ja den Weg nach draußen. Interessant, wenn man auf ihre Mimik achtet. Ja. Kommen wir wieder zur Königin zurück. Also das Letzte, was uns die Raupe sagte, wenn er ausgenüchtert ist, wird dieser Kerl wohl in eine Zelle kommen. Seine Mithäftlinge wollen nicht, dass er ihre Zelle versaut. Viele Obdachlose ziehen eine Nacht im Knast der Rauen Straße vor. Kann ich verstehen. Also die Rote Königin wird in einigen Bereichen als Alice in älter, Alice erwachsen oder sogar Alice Schwester beschrieben. Anklagen, Buch. Ich hab meinen freien Tag. Was war's diesmal? Exhibitionismus, illegaler Hahnkampf, Gossensprache. Ja. Und da gibt es jetzt mehrere Ansätze. Alice könnte, also die Rote Königin könnte zum Beispiel Alice' Schwester sein. Was aber insofern überhaupt nicht passen würde, weil ihre Schwester als liebevolle, fürsorgsame, freundliche Person hier beschrieben wird. Und das ist ja, absolut gar nicht zur Roten Königin passend. Hey, Tentakels. Was ich naheliegender finde, ist, dass die Rote Königin ihr Unterbewusstsein ist. Hui, die Kartenbrücke. So, und damit ist die Folge auch durch. Mein Handy schreit Bescheid, ich muss aufhören. Da habe ich aber kein größeres Problem mit. Wir befinden uns jetzt hier quasi im Nichts. Also, ne, hier ist nichts. Wir sind absolut auf der Höhe. Also, ne, über uns ist auch nichts mehr. Es kommt nicht mehr viel. Und da unten ist quasi der Boden der Tatsachen. Wie das Ganze zu deuten ist und warum ich die Rote Königin für ihr Unterbewusstsein halte, hören wir uns dann in der nächsten Folge an. Ich hoffe, ihr könnt da auch irgendwas zu sagen oder wollt was dazu sagen. Ich würde mich natürlich freuen. Kommis sehe ich immer gerne, besonders wenn es positive sind. Und ja, dann insofern mal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!